But I was young and foolish, and now I'm full of tears. Vielen Dank an den Kutscher und ein herzliches Willkommen noch einmal hier beim Friesenfest. Friesenfest auf dem Gut Hilven, gelegen am Kezer See mitten im Naturpark Sternberger Seenland. Wie vielseitig Friesenpferde einsetzbar sind, zeigt die Show zum ersten Friesenfest auf Gut Hilven. Jetzt kommen sie, ganz viele große schwarze Friesen. Die Ostseequadrille ist Europas größte Friesenformation. Super, also wie ich sehe, haben wir mit 10 Pferden hier gut Platz. Als nächstes sehen wir jetzt noch einmal Raimund, diesmal mit dem Marathonwagen. Die Pferde, die wir jetzt hier sehen, kommen vom Friesenhof in Kuckuck. Seit 16 Jahren werden da schon Friesenpferde gezüchtet. Da ist Aufzucht, Ausbildung und Verkauf von Friesenpferden auch. Damals war die Viktoria-Kutsche ein ganz beliebter Damenwagen, wie man hier auch schön erkennen kann. Zwei so wunderschöne Damen, sie dürfen gerne einmal winken. Und auch ein ganz schmucker Kutscher obendrauf. Viele junge Pferde an der Hand anarbeiten und auch auf die großen Lektionen vorbereiten, ohne dass man es in jungen Jahren mit großem Reitergewicht belasten muss. Ja, zu sehen ist hier jetzt gerade die Stute Winneke. Die Besitzerin von ihr ist der Grund, warum dieses Friesenfest hier heute überhaupt stattfindet. Der Jörn Perleberg, auch von uns allen hier nur Perle genannt, wollte halt vorstellen, dass es auch ohne Gebiss ganz ruhig und entspannt geht, in alle Richtungen, wie man will. Und man sieht ja, es funktioniert ganz gut. Die Stute ist etwas kuckig, aber wer kann ihr das verübeln? Wie gesagt, sie ist noch ziemlich jung und kennt das alles noch nicht so gut und ist auch noch nicht so gut. DVD mit der Pferdeshow zum Friesenfest in voller Länge bei Vidiprop.